Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel, und wir sind hier mal wieder bei einem ganz kleinen MKW-Quickie, wie ich es ja so gerne nenne, weil, ja, ne, vier Strecken, mal gucken, ob es funktioniert. Ich weiß es wie immer vorher nicht so genau und von daher ist es auch für mich gerade schwierig. Ja, worüber will ich reden, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, ich hatte einfach nur Lust mal auszuprobieren, ob vielleicht meine Wi-Fi-Connection, nennt man das so beim 3DS, vielleicht ob sie halt, ja, ob sie eventuell drei Runden hält. Also vier Strecken, nicht drei Runden. Also drei Runden auch, aber vier Strecken auch, ja. Ne, weißt du, wie ich meine. Ich kann irgendwie nicht sneaken, weil ich immer viel zu weit irgendwie die Kurve ranfahre. Ich keine Ahnung. Weil er zu stark dann driftet. Kann ich nicht. Egal. So. Ja, Mario Kart 7 ist ein cooles Spiel. Ist ein richtig cooles Spiel. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Mein Sound ist auch gerade ein bisschen laut. Boah, scheiße, ey. Ich fahre gerade mal mit einer Hand. Es ist nicht gerade wirklich gut umzustellen. Scheiße, Mann. Irgendwie ist hier gerade alles scheiße. Das Kabel hängt auch voll komisch. Es ist so ein richtig Kackpaar. Das tut mir leid. Hat richtig kacke angefangen. Wir probieren jetzt mal hier noch in der letzten Runde ein bisschen ranzukommen. Damit wir nicht ganz so elendig versagen. Und ja. Ach ja. Wann hast du das letzte Mal Mario Kart 7 gespielt, Cornel? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist schon sehr lange her. Ich spiele ja momentan immer Mario Tennis, wenn ich mal nicht aufnehme und 3DS spiele, dann spiele ich halt eigentlich immer Mario Tennis und weil das kannst du halt einfach online spielen und mir macht es online einfach auch mehr Spaß. Vor allen Dingen Mario Tennis macht online sehr viel Spaß, weil du einfach immer wieder so ein bisschen andere Gegner hast und wow, es war knapp. Ja, kein Plan. Das macht einfach wirklich Spaß und ja, Mario Kart 7, wenn ich mich halt entscheiden kann, ob ich Mario Tennis online spiele oder Mario Kart 7 offline, weil es nicht funktioniert, ja, die Entscheidung fällt mir eigentlich relativ leicht. Und ich würde doch eigentlich so gerne mal wieder Mario Kart 7 richtig spielen. Alter, was ist denn hier los mit Streckenwahl? Och, Mann. Weißt du? Oh krass, ey, jetzt fahren wir zum zweiten Mal Luigi's Piste von vier Strecken, aber was soll ich machen? Ich kann ja auch nichts dafür. Ich habe die nicht gewählt, ich habe Koopas Strand gewählt, weil ich ja auch Koopa bin. Ist ja ganz klar, denke ich mal. Ich habe überlegt, ob es sich lohnt, ein Offline-Let's Play von Mario Kart 7 zu machen. Habe ich das eigentlich schon mal gemacht? Ich glaube nicht, ne? Also ich habe ja nur Mario Kart 7 Online-Parts gemacht. Auf der anderen Seite... Ja, wozu soll man Offline-Let's Play machen? Es ist halt... Ja, es ist halt gegen NPCs, ne? Es ist jetzt nicht so unfassbar aufregendes, weil NPCs sind halt NPCs, ne? Da weißt du halt, wie sie spielen oder wie sie sich verhalten meistens. Und ja, das ist halt auch der Reiz an Online, ne? Da hast du immer wieder irgendwie andere Leute, andere Fahrer, andere... Wobei man so viel ja auch nicht von den anderen Fahrern mitkriegt. Oder? Der Fahrerkontakt an sich ist bei Mario Kart wie irgendwie stärker, oder? Vielleicht ist es auch einfach nur so eine Einbildung, weil ich halt Mario Kart wie öfter spiele und das deswegen präsenter habe. Und oder weil einfach auch, ja, bei Mario Kart 7 alles ein bisschen größer vorkommt, aber... Ja, kein Plan. Ja, wobei, ich weiß nicht auch nicht genau, ob ihr versteht, was ich damit meine. Ich meine halt einfach nur so... Bei Mario Kart Wii hast du viel mehr Kontakt zu anderen Spielern. Du merkst viel mehr, dass auch andere Spieler dabei sind. Hier habe ich so das Gefühl, dass es meistens immer nur so dein eigenes Rennen ist. Und ja, hin und wieder kommen halt irgendwie Items, die aber nicht... Du hast also, wie gesagt, man sieht ja auch nicht die Namen und so. Wenn du ein bisschen länger Mario Kart Wii spielst, dann weißt du auch immer schon sofort, wer irgendwie gerade da um dich rum ist. Und ja, weiß ich auch nicht so genau. Gibt es eigentlich Cheats, womit man sich die Strecke hacken kann? Weil, oder ist es Zufall? Mir ist das nämlich schon, also was heißt schon öfters passiert, ist Schwachsinn. Aber mir ist das schon öfters aufgefallen. Oh nein. Fahr, Koopa. Fahr, da kommen alle vier. Nein. Da wurde ich noch kassiert. Mir ist das schon öfters aufgefallen, dass
voll oft diese Luigis Piste hintereinander drankommt. Also das hatte ich schon mal. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht nochmal dran. Gucken wir mal. DK Alpine Ski oder so ähnlich. Irgendwie so heißt doch die Strecke. Momentan sind ja Olympische Spiele und eigentlich, also Olympische Winterspiele sind momentan. Die Deutschen sind da, soweit ich das mitbekommen habe, sogar sehr gut unterwegs. Also waren auf Medaillenspiegel Platz Nummer 1. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Könnte aber sein. Wie gesagt, weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Eigentlich bin ich voll der Wintersport-Fan. Ja gut, Fan ist jetzt... Oh, scheiße. Auch ein bisschen übertrieben. Aber ich mag es ganz gerne, sagen wir mal so. Ich mag Wintersport ganz gerne, vor allen Dingen ja Biathlon, das ist eigentlich, ja, also ich finde Biathlon eigentlich richtig spannend und gucke sehr, sehr gerne und Wintersport an sich, also, ja gut, ja, wobei, Wintersport ist immer so eine Sache, die man nebenher laufen lassen kann, ja, wobei ich so, ja, okay, weiß ich nicht, also auf jeden Fall, Biathlon, das war halt immer so der Aufhänger, weswegen ich sowas sowieso geguckt habe. Und früher hatte ich halt auch noch einen Fernseher, der immer nebenher lief, neben... Ach so, hier war es noch gar nicht. Der immer neben... Da vorne ist der blaue eingeschlagen, WTF. Früher hatte ich halt noch einen Fernseher, der immer lief und... Ich war gerade ein wenig verwirrt, weil das Item nicht da war und ich habe gerade geguckt, ob das unten auf der Karte angezeigt wird, wann das wieder da ist, aber das ist nicht so. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, früher hatte ich halt immer einen Fernseher, ne, der nebenbei lief, während ich am PC war und... Ja, das habe ich halt jetzt nicht mehr und deswegen gucke ich auch kein Biathlon mehr, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil ich schon Lust hätte, aber... Ich habe auch keine Lust, mich jetzt immer zu informieren, wann die Termine sind und so. Irgendwie bin ich da momentan nicht so hinterher. Das kann aber ja auch wieder kommen. Naja, auf jeden Fall wollte ich mal wissen, ob ihr auch Olympische Spiele guckt. Ob ihr euch dafür interessiert, Olympische Winterspiele. Ob ihr da mitfiebern könnt. Oder, ja, scheiße, er hat auch einen Tanuki bekommen. Dann hätte ich mir auch irgendwie vorher überlegen können, dass ich da nicht herfahren brauche, weil ich einen Tanuki habe. Naja, versuchen wir mal. War gerade ein Blue Shell? Ich habe nämlich gerade einen ziemlichen Vorsprung, weil der erste ist einfach stehen geblieben, weil er wohl das Item wollte oder so. Der Luigi kriegt mich aber nicht. Oh, da kommt ein Blue Shell. Oh, da bin ich aber noch im Ziel. Wunderbar. Wir sind sogar mal Erster geworden. Krass. Ja, könnt ihr da mitfiebern? Also, Olympische Winterspiele. Ist ja jetzt auch in Russland, ne? Da gab es ja auch richtig viel... Ja, was heißt richtig... Da gab es schon ein bisschen Stress. Nicht nur, weil Russland kritisiert wurde, dann gab es ja auch noch Terroranschläge. Also, da wurden Terroranschläge angepriesen. Nee, wie sagt man das? Angekündigt. Angekündigt war das Wort, was ich in dem Zusammenhang gesucht habe. Also es wurde ja von ein paar boykottiert, weil Russland da ja Stress macht. Und ach, keine Ahnung, in Russland läuft sowieso einiges falsch, wenn man das so sagen darf. Das ist ja nicht böse gemeint, auch nichts gegen die Menschen aus Russland, ne? Also, das ist auch keine böse Aussage gegen irgendwelche, gegen den Russen oder so. Ja, gegen die Menschen an sich habe ich ja nichts, aber, ja, keine Ahnung, ne? Ihr wisst es ja selber, Schwulenverfolgung und bla bla bla. Russland ist in vielen Dingen dann auch noch ein bisschen altbacken und, naja. Hoffen wir mal, dass sich alles gut entwickelt und dass wir alle in Frieden zusammenleben können, weil das ist doch eigentlich das Wichtigste. Und es ist ganz egal, ob Deutschland, Russland, Frankreich, es ist einfach wichtig, dass wir ja ein friedliches Miteinander pflegen, weil sonst können wir es auch lassen auf der Erde. Dann können wir auch einfach sagen, so, komm, morgen ab 0 Uhr werden wir hier alles ausstellen und dann... Keine Ahnung, geht in den Wald und versucht zu überleben oder macht, was ihr wollt, aber... Ja, ist doch zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Was würde wohl passieren, wenn der Mensch das macht, ey? So von wegen, ja, ab morgen seid ihr alle irgendwie aus euren Wohnungen verbannt und wir werden es überprüfen, keine Ahnung. Es wird nichts mehr hergestellt. Ja, wobei das ja... Naja, man würde sich wahrscheinlich trotzdem irgendwie... Ja, wobei. Boah, das ist eine schwierige Frage.
Jetzt habe ich mich selber mit der Bombe... Das ist echt... Jetzt werde ich letzter. Das... Ach, ist doch eine Runde. Ja, ich habe nämlich gerade überlegt, wenn man das so machen würde, dann würde es irgendwann darauf hinauslaufen, dass der Mensch kannibalistisch wird wahrscheinlich, weil er irgendwie... Das Leichteste, was er kriegen kann, ist dann wahrscheinlich Menschenfleisch, weil er einfach dann Menschen töten geht. Weil er die am besten fangen kann, was weiß ich. Aber auf der anderen Seite würde man dann halt einfach auch einen Bauernhof und so zwecks benutzen. Aber dann wird es natürlich viel Krieg geben, also Krieg auch im kleinen Sinne. Sprich, wenn da jetzt ein Bauern einen Bauernhof hat und den halt benutzt, damit er sich hier noch Nahrung machen kann, dann werden da natürlich auch andere Leute, die dann in dem Moment vielleicht das nicht so zur Verfügung haben, darauf aufmerksam, weil sie es halt auch haben wollen. Und dann könnte es Beef geben. Ist eigentlich voll der komische Gedanke. Ich weiß auch nicht genau, wie ich darauf gekommen bin. Naja, ein bisschen random Shit beim MK7 Quickie mit Cornel. Es hat geklappt. Ja, die Aufnahme hat geklappt. Deswegen werde ich einfach mal die nächsten Tage nochmal probieren, MK7 zu spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, tschüss.